Mal so ein bisschen. Genau, erklär mir doch bitte mal den Begriff Bagagewagen. Da, wo ich herkomme, ist die Bagage die Verwandtschaft, mit der man nichts zu tun haben möchte. Man sieht sie immer gerne, wenn sie weggehen. Ne? Ja. Aber da sitzt nicht Tante Frieda, die keiner mag auf dem Wagen, ja, oder? Also ich nehme an, das kommt vielleicht aus dem englischen Bereich Baggage oder sowas. Mhm. Oder französisch Bagage. Oder also Bagage, das, richtig. Das Gepäck oder sowas. Ja, richtig. Und gut, die haben ja auch Gepäck drauf, aber das sind eben Kartons, wo eben das ganze Wurfmaterial entsprechend drin ist, ne, sich drin befindet, und die können das Ganze ja an diese Tannen können sie ja nicht immer mitschleppen, das geht ja gar nicht. Ne? Das macht durchaus, das ist nachvollziehbar. Ja, und dann sind die also froh, dass sie dann immer nur mal so einen Karton rausnehmen, wieder in ihre Beutel reinpacken, und ja, und hier haben wir dann schon wieder Fantasy World, ne, junge, freudige Partyleute mit Musik und Spaß im Bauch. Naja, manche jungen Leute sind nicht mehr unbedingt so jung, aber sie haben Spaß, und das ist das Entscheidende dabei. Ich habe mich vorhin gewundert, was ist da vorhin für Nebel gewesen? Was zur Hölle? Und das ist ja hier richtig, richtig gut. Guck an. Ja, und auch hier muss man einfach sagen, so alles ehrenamtlich. Ne? Kostüme, der Wagen ist ehrenamtlich gebaut worden, Kostüme ehrenamtlich. Das heißt, das sind Leute, die treffen sich, sagen in ihrer Freizeit, wir wollen beim Schokowil mitfahren, setz dich hin. Ja, genau. Wir haben ja auch viele Leute am Straßenrand stehen, ne? Auch teilweise Gruppen. Gleich kostümiert und dann fällt denen mit einmal ein, wollen wir nicht mal im nächsten Jahr da mal mitmachen? Ja, dann lassen sie sich was einfallen, und so existiert dann so etwas. Ne? Und das ist dann hier die Fantasiewelt. Und hier haben wir jetzt die sogenannten Braunschweiger Originale. Es gibt da vier Stück, nämlich die Hafen-Agnes, der Rechen-August, der Deutsche Hermann, der Teeonkel. Und die sind, das ist also jetzt hier nochmal so eine stilisierte Styroporfigur, alles hier auf dieser Seite. Hier vorne haben wir zum Beispiel den Teeonkel, das ist also der Chef von dieser Truppe. Der hat dann immer so einen Persilkarton vor sich gehabt und hat also dann Schnürbänder und was weiß der Geier, da muss ich alles verkauft. Damit hat er seinen Lebensunterhalt gestartet. Die Hafen-Agnes, nicht Hafen, sondern Harfen-Agnes. Harfen-Agnes. Das ist der deutsche Hermann hier, der hat also Orden gesammelt. Man sieht der das also ist, auch der hier. Der ist sehr, sehr stark dekoriert. Und ganz hinten, der mit dem Zylinder, das ist der Rechen-August. Der Rechen-August, der ist früher von Kneipe zu Kneipe gegangen. Die Leute konnten ihm Rechenaufgaben stellen. Er hatte keinen Taschenrechner, keinen Computer, nichts, gar nichts. Ja, der hat die Rechenaufgaben, der war sonst ziemlich dumm, aber die Rechenaufgaben, die hat er gelöst wie sonst was. Und damit haben sie ihm dann immer mal ein Bier spendiert und mal eine Bockwurst oder sonst irgendwas. Und die gab es alle wirklich, die Leute? Die gab es alle wirklich. Das war alles, die sind also geschichtlich, alle, das ist alles fundamentiert, alles nachweisbar. Die gibt es wirklich. Die Braunschweiger Originale. Vier Stück an der Zahl. Ja, und hier haben wir jetzt den Musikzug BDKJ Wendeburg. Auch die sind schon seit 2006 dabei und konzentrieren sich auch so ein bisschen aufs Spielen. Ist klar, logisch. Die junge Dame läuft im Windschatten so ein bisschen hinterher. Ja, ein bisschen Wind hat es ja auch tatsächlich. Ja, hier nochmal die Perspektive von den Braunschweiger Originalen. Und alle Figuren, die wir hier sehen, sind alle aus Styropor hergestellt. Das heißt, zu viel Wind wäre jetzt wieder mal, da sind wir wieder bei Wind und Windschatten, auch ja, nicht ganz so gut. Naja gut, sie sind natürlich dann innen mit Hölzern noch so ein bisschen versteift, ne, dass sich dann da nichts tut, das ist schon klar. Also. Ja. Aber acht mal hinten sehe ich dann schon nach dem Musikzug. Dann, das ist meine Gesangsgruppe, hier die Braunschweiger Burgsänger. Ja, das sind da, die sind also jetzt hier an Bord. Unter anderem ist dann da auch eine junge Dame dabei. Das ist die Annabelle. Die geht also zurzeit in die Grundschule Querum, in die zweite Klasse. Und die Annabelle ist also so begeistert, die ist schon seit, wie gesagt, seit 4 Jahren dabei, kennt jedes Lied von den Braunschweiger Burgsängern. Hier sehen wir sie, und das ist die Annabelle da mit dem rosa Kleid. Tony Pop rechts macht uns die Musiken für unsere Sache. Karl-Heinz Hundeshagen, Arim Hermann, Hadi Büsken ist dabei. Und hier wieder ein paar ganz begeisterte Kinder. Niedlich, wenn man solche Bilder da sieht. Da macht man sich auch nicht so richtig Nachwuchssorgen, ne? Nee, weiß Gott nicht. Und die sind immer so mit Begeisterung dabei und so immer. Und da haben wir gerade eben schon die Schornsteinfeger gesehen. Ich glaube, da können wir mal hinschalten. Britta von Lucke will nämlich die sich mal genauer angucken.
Jawohl, ich muss mich um das Glück 2017 nicht mehr kümmern. Ich habe Stefan Bartels gefunden, der schönste, der beste Schornsteinfeger von Braunschweig und Vorsitzender noch. Was ist das für ein Verein? Sind das alle Schornsteinfeger hier aus der Stadt? Nein, nicht aus der Stadt, aber wir sind alles echte Schornsteinfeger. Aus der Stadt leider nicht. Es gibt Kollegen, die haben nicht so Interesse dran, bei uns mitzumachen. Aber wir sind immerhin diesmal 11 Kollegen, die alle aus der Region kommen. Salzgitter auch, Wolfenbüttel auch, aber die meisten aus Braunschweig. So, und wie sieht denn der Alltag aus als Schornsteinfeger? Die Frauen kommen mit strahlenden Augen auf sie zu, sagen, ach, darf ich dich drücken, mein Junge? Oder wie sieht es in echt aus? Es kommt tatsächlich vor, gerade wenn irgendwo Abiturprüfungen sind oder Führerscheinprüfungen bei den jungen Kunden oder Kundinnen, Töchter, auch Söhne, die umarmen einen sehr gerne. Also das ist ein gefährlicher Beruf für Ihre Freundin, die muss immer gucken, ne? Die jungen Mädels da? Naja, meine Ehefrau sogar. Aha. Und nein, gefährlich nicht, aber es macht halt schon sehr viel Spaß. Also es gibt auch den Moment, wo man Lottozahlen durchsagen muss und die auch tatsächlich Hälfte-Hälfte machen, habe ich auch schon erlebt. Also, wie Hälfte-Hälfte? Ja, ich hatte einen Mann, der ist aus Köln gewesen, hat hier im Braunschweig angehalten, durch Durchreise gewesen, hat 6 Zahlen von mir haben wollen und wollte meine Anschrift haben und meinte, wenn er was gewinnt, machen wir Hälfte-Hälfte. Und dieser Mann hat sich tatsächlich gemeldet und nein. 50 Euro überwiesen. Nein! Herr Bartels, das sind ja ganz neue Arbeitsfelder, die Sie hier auftun. Heute aber wird gefeiert und was sagen Sie, wie gefällt Ihnen der Umzug? Bis jetzt sehr schön. Schön ist, dass das Wetter mithält und mitspielt. Auch schön, dass wir sehr viele Leute da sind. Letztes Jahr war es nicht ganz so gut besucht. Aber ich denke doch, wir werden das heute schon ganz gut rocken. Ja, dann würde ich sagen, Herr Bartels und ich kümmern uns um die nächsten Lottozahlen. Ich habe jetzt leider keine Zeit mehr. Ich muss mein Glück 2018 klar machen. Ja, viel Erfolg dabei, Peter. Aber denk dran, Hälfte, Hälfte, das ist der Deal, ne? Also, ja. Wir sind dran beteiligt. Naja, wir jetzt ja nicht, außer wir sagen Zahlen durch. Ich werde mich hüten, hier Lottozahlen durchzusagen, wenn das ist meine. Da haben wir schon wieder, also Wasser, Unterwasser zusammen mit den Piraten, finde ich, ist so ein Thema, das sieht man, das bewegt die Menschen offensichtlich dieses Jahr. Ja, das sind die Krallenrieder Laien-Karnevalsvereinigung. Steinrieden, Narrendamm 2009. Das ist auch so eine Truppe. Die haben sich irgendwann mal so zusammengefunden und haben gesagt, Mensch, wir machen mal was. Und die haben also einen ganz, hier die ganzen Figuren aus dem Wasser, Nixon, Neptun und alles mögliche. Tolle Kostüme. Was da so kreucht. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen, also das alles herzustellen. In Eigenarbeit, ja, die machen also alles selber. Also das sind karnevalsverrückte Leute. Das muss man einfach so sehen. Und dieses Fahrzeug, was jetzt da auf uns zukommt, wir haben also das Thema Unter-Überwasserspektakel im Rausch des Farbenmeeres. Ja, bunt ist es tatsächlich. Ein Spektakel ist es, aber sowas von. Ja, es ist. Guck mal, das ist diese Nixe da rechts außen da, das ist das kleine Mäuschen hier vorne. Bisschen schüchtern. Hoffentlich beißt die Kamera nicht. Macht sie aber sehr selten. Neptun, wollen. Eine wunderschöne Gruppe. Ja, wir haben ja auch einen Wettbewerb hier im Zug laufen. Das heißt also, der schönste, beste Musikzug, die beste Fußgruppe, der beste Wagen. Und das ist also für die Jury, die oben auf dem Balkon steht. Das wird alles prämiert? Das wird alles, das wird ausgewertet und dann gibt es also Punkte und nachher in der Stadthalle werden also dann die Sieger werden dann benannt und dann kriegen sie dann da Pokale und sie kriegen dann unter Umständen auch Getränke und alles mögliche. Also sie haben immer was zu gewinnen und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese Truppe hier, dass die also ein Anwärter für solch einen Preis sind. Und die Jury, die sitzt auch auf dem Balkon des Altstadtrathauses, das heißt richtig. Auch direkt an unserer Position hier. Nee, das sind sie nicht. Die aber sind direkt dann ein bisschen daneben sitzen sie rechts, rechts daneben in dem anderen Flügel. Das heißt, es bedeutet auch nochmal für uns, für Sie zu Hause vor den Fernsehern, hier ist die Stelle, wo sich alle auch ganz besonders Mühe geben. Ja. Nicht, dass sie sich anderswo keine Mühe geben. Ich glaube, die haben so viel Spaß dabei. Aber tatsächlich hier, das ist auch immer so ein klein bisschen Schaulauf. Ja, ist es. Wobei ich also mal nochmal auf die Jury schwenken möchte. Die haben es wirklich nicht leicht. Da den richtigen Wagen, die richtige Gruppe herauszusuchen. Naja, wahrscheinlich ist es immer gerade der vorbeigeht. Denkt man sich, boah, die sind schön. Ach nee, die sind schön. Ja, eben ganz genau. Und ich weiß nicht, wer Glück hat, wer geht als Erster durch oder wer kommt als Letzter im Zug dran.
das weiß ich immer nicht so genau. Also das ist so eine Sache. Ja, und hier haben wir also jetzt die Corvette Braunschweig. Die Corvette Braunschweig, das ist ja ein, ja, Corvette Braunschweig ist vielleicht ein Begriff von der Bundesmarine. Sind das also Leute, die also dann auf diesem Schiff normalerweise drauf sind. Zurzeit, meine ich, sind sie, glaube ich, im Ausland und jagen mal wieder irgendwelche Piraten, die auf Beutezug sind. Das macht die Marine ja ganz gerne vom Hort von Afrika zum Beispiel. Ja, genau. Ich weiß ja, aber es kann durchaus sein, dass der eine oder andere von der Korvette hier auch an Bord ist. Da habe ich also jetzt keine Information drüber. Aber es ist... Hast du nicht gesagt, dass Konfetti eigentlich gar nicht mehr so gern gesehen wird? Ich weiß nicht, ob das unter Konfetti fällt, aber du hast ja vollkommen recht. Ich war so auch eben so ein bisschen erstaunt. Aber naja, die schicken uns dann nachher so eine Einheit von der Marine vorbei und die machen dann alles wieder schön sauber. Und man muss ja auch sagen, Karneval ist ja auch mal dazu da, um ein bisschen was zu machen, was man vielleicht sonst nicht machen würde. Und wieder ein weiteres Prinzenpaar, nämlich hier vom Elber Karnevalverein haben wir hier das Prinzenpaar Prinzessin Malika die Erste und seine Totalität Prinz Alexander der Erste, die wir dann gleich nochmal sehen werden. Das ist aber auch ein gewaltiger royaler Aufmarsch hier. Normalerweise hat man das nur bei irgendwelchen Adelshochzeiten. Naja, und hier mit an Bord von diesem Wagen ist also der Präsident Andreas Bürger. Wir hatten also vor einer Woche ihre große Sitzung gehabt in... Ja, wo war es denn wieder? Meine Frau sagt mir immer wieder, wo es war. Siehst du, jetzt habe ich meine Frau nicht dabei, aber... Naja, die war ja auf dem Wagen, ne? Die war auf dem Wagen, ja. Aber auf jeden Fall, Groß-Elbe ist also eine karnevalsbegeisterte Gesellschaft. Karnevalgesellschaft und Karnevalverein feiern sehr, sehr gerne und haben im letzten Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum gehabt. Und wir hatten jetzt schon ganz viele Gruppenwagen, die irgendwas mit Meer zu tun haben. Die hier haben eher was mit den Bergen zu tun, habe ich den Eindruck. Das ist eine fahrende Skihütte. Ja. Das ist also die Heinrichs Skihütte. Das soll also ein, ja, Heinrich hat es den Namen wahrscheinlich von Heinrich dem Löwen. Ja, und die Besatzung, so hatte man mir das gesagt, sind im Ski-Outfit der 80er Jahre. Oh mein Gott. Vielleicht können wir das nochmal irgendwie ein bisschen untersuchen. Aber wollen wir das denn überhaupt nicht? Die 80er sind ja nicht dafür bekannt, dass sie modisch... Ja. Ja doch, aber man sieht es. Das ist apart. Ja, guck, ja, diese charmante Skibrille da. Ja, ein Verband junger Unternehmer. Und die Hütte steht im Grunde genommen für gelassene Sesshaftigkeit. Ich glaube, jetzt wird es handfest und deftig, jetzt, oder? Jetzt kommt die Fleischerinnung mit ihrem Obermeister Jens Neubauer. Und es sind auch die Fleischergesellenbruderschaft auch mit dabei, mit Angelika Wendel. Die sind also jedes Jahr bei dem Zug dabei. Sie verteilen, sage und schreibe, 20.000 heiße Würstchen. Wir haben es gerade gesehen, ne? Die haben keine Bollchen, beziehungsweise nicht nur, sondern die Dame da mit dem Korb. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal mit der Kamera einfangen. Da werden Würstchen ausgegeben. Die haben einen Kessel an Bord. Ja, und da werden die Würstchen hier. Da siehst du es, guck mal, wunderbar hier. Ja, und wir sitzen hier und hungern, ne? Das ist das Problem dabei. Das ist schlimm, aber das ist. Das Leben ist hart. Das Leben ist hart. Vielleicht haben sie ja ein paar übrig. Nein, also die machen also jede Menge. Früher gab es die Hausschlachter. Da ist der Kessel. Ja, die haben nur Fleisch und Wurst vom Schwein machen dürfen. Die haben also nur Schweine geschlachtet. Und dann gibt es noch die sogenannten Knochenhauer. Die haben Rinder, Kälber und Schafe geschlachtet. Aber sie durften auch noch Schweinefleisch verkaufen. Und die Braunschweiger Schlagwurst, das ist ja auch unser Name, die gibt es also schon seit 1718. Da wurde sie das erste Mal erwähnt. Wobei man natürlich sagen muss, wenn sie das erste Mal erwähnt wurde, heißt das nicht, dass es sie nicht schon vorher gegeben hat. Das ist wohl wahr, ja, ja, denn die muss ja schon ein paar Mal Probelauf hinter sich gelassen haben. Ne? Also, hier gibt es sogar die Möglichkeit, mit einer Wurst nach Hause zu gehen, wobei so lecker wie die aussehen, ich glaube, ich würde nicht damit nach Hause gehen. Und wir sehen, alles hygienisch. Herrlich. Jeder hat Einweghandschuhe an, natürlich. Ja, ja, ja. Und geworfen werden die hoffentlich auch nicht. Nein, die werden immer einzeln in die Hand gedrückt, das ist also eine Selbstverständlichkeit. Ja, und hier haben wir schon die junge Gesellschaft Destedt, also auch ein Vorort vor Braunschweig, vor der Stadt. Und schon so der Prinzen. Ja, auch hier wieder Prinz Schleswig der Erste.